Ihr alle kennt ja vermutlich den Hohen Rat der Jedi, den wir in den Prequels auf Coruscant sehen. Aber wusstet ihr auch, dass es noch drei weitere Jedi-Räte auf Coruscant gab? Wenn nicht, dann seid ihr hier genau richtig, denn darum geht es heute in diesem Video. Der Jedi-Orden besaß auf Coruscant insgesamt vier Jedi-Räte, die alle unterschiedliche Funktionen übernahmen. Jeder dieser Räte hauste in einem der vier äußeren Türme des Jedi-Ordens. Nicht jedoch in dem höchsten Turm in der Mitte. Dieser beheimatete fast schon heilige Orte der Jedi, wobei dieser zum Beispiel auch für die Ritterschlagszeremonie von Padawan genutzt wurde. Wie schon gesagt, hatten alle vier Jedi-Räte verschiedene Aufgaben, wobei der Hohe Jedi-Rat der oberste Rat war, der auch die Arbeit der anderen drei Räte übersah. Die Aufgabe des Hohen Jedi-Rates bestand im Allgemeinen darin, den Kurs für den Jedi-Orden anzugeben und die wichtigsten Entscheidungen für den Jedi-Orden zu treffen. Darunter befanden sich Entscheidungen, die den kompletten Jedi-Orden betrafen und potenziell auch die komplette Galaxis verändern konnten, wie die Entscheidung, die Republik in den Klonkriegen zu unterstützen. Da sich die 12 Mitglieder des Hohen Rates jedoch nicht um alle wichtigen Belange kümmern konnten, wurden im Laufe der Jahre noch drei andere Jedi-Räte auf Coruscant gegründet. Der Rat des ersten Wissens, der Rat der Versöhnung und der Rat der Neuzuweisung. In dem Rat des ersten Wissens saßen 5 Mitglieder, die sich in erster Linie um die Jedi-Akademie und um das Zusammentragen von Wissen kümmerten. Somit waren sie für den Schulstoff der Jedi-Jünglinge und für die Jedi-Bibliothek verantwortlich. Sie entschieden, was die jungen Jedi wann lernen sollten und welche Texte in die Bibliothek mit aufgenommen werden sollten. Zudem konnten die Mitglieder dieses Rates bei akademischen Problemen aufgesucht werden, da sie durchweg als sehr weise galten und den anderen Jedi oft bei ihren Problemen helfen konnten. Der Jedi-Rat der Versöhnung übernahm im Gegensatz zu dem Rat des ersten Wissens eine eher nach außen gehende Rolle. Auch dieser Rat bestand aus 5 Meistern, die jedoch eng mit dem Senat der Republik zusammenarbeiteten, um politische Dispute innerhalb und außerhalb der Republik zu lösen. So konnten die Mitglieder dieses Rates auch als Diplomaten oder Schiedsrichter fungieren, deren Entscheidung oft von beiden Parteien akzeptiert wurde. Zudem wurde der Rat der Versöhnung auch damit beauftragt, über Jedi, die eines Fehlverhaltens angeklagt wurden oder die der dunklen Seite verfallen waren, zu urteilen. Schließlich bleibt noch der Rat der Neuzuweisung übrig. Die 5 Mitglieder dieses Rates waren damit beauftragt, den Jedi Service Corps zu leiten. Dieser bot eine Möglichkeit für alle Jedi-Jünglinge und Padawane, die ihre Prüfungen nicht bestanden, trotzdem ein Teil des Jedi-Ordens zu sein und den Wesen in der Galaxis zu helfen. Wenn ihr mehr über den Service Corps erfahren wollt, schaut mal in mein Video darüber, was mit Jedi-Jünglingen und Padawanen geschah, die ihre Prüfungen nicht schafften, rein. Die Kurzfassung ist, dass diese Abteilung des Jedi-Ordens Nutzpflanzen anbaute und in der Galaxis verteilte, der Galaxis medizinische Unterstützung brachte, Wissen anhäufte und die Galaxis erforschte. Der Rat der Neuzuweisung übersah den Fortschritt der Jünglinge und Padawane und wenn ihnen auffiel, dass ein Jüngling oder ein Padawan nicht das Zeug hatte, ein Jedi zu werden oder dieser die Prüfung nicht schaffte, wies der Rat ihnen, wenn der Jüngling oder Padawan das wollte, eine Abteilung des Service Corps zu. So besaß jeder Jedi-Rat auf Coruscant seine eigenen Aufgaben, ohne deren Erfüllung der Jedi-Orden nicht funktioniert hätte. Allerdings muss man noch sagen, dass es noch weitere Jedi-Räte für Jedi-Tempel und Akademien auf anderen Planeten gab. Die Tempel auf Dantooine, Tarris und Telos 4 besaßen zum Beispiel alle ihre eigenen Räte, die aber auch nur Entscheidungen über ihre jeweiligen Tempel und deren Bewohner trafen. Nicht jedoch Entscheidungen für den gesamten Jedi-Orden. Somit wisst ihr jetzt, dass es insgesamt 4 Jedi-Räte auf Coruscant gab und welche Funktionen diese innehatten. Was sagt ihr? Welchen dieser Räte findet ihr am wichtigsten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da verlinke ich euch ein Video darüber, was Jedi überhaupt in der Republik gemacht haben und ein Video darüber, warum Venatoren 2 Brücken haben. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.